willkommen zurück bei Gesund werden und gesund bleiben. Ich möchte nochmal eine Folge zum Eisenmangel geben. Eisenmangel ist tatsächlich ein irrsinnig wichtiges Problem, weil die Menschen, die daran leiden, einfach ein chronisches Erschöpfungsproblem bekommen. Das kumuliert dann tatsächlich häufig in Stimmungsschwankungen bis hin zur ausgewachsenen Depression. Die Menschen leiden wirklich darunter. Im letzten Beitrag habe ich versucht, beide Aspekte des Eisenmangels zu klarifizieren, aber ich glaube, das war ein bisschen viel auf einmal. Deshalb möchte ich heute sagen, es gibt Eisenmangel einfach nur auf der Tatsache, dass Eisen nicht richtig aufgenommen wird oder dass Eisen verloren geht. Und es gibt Eisenmangel, der ist aber völlig getrennt davon zu betrachten, der entsteht durch eine chronische Entzündung, in der Regel in der Auseinandersetzung mit Viren. Der viral, also entzündlich bedingte Eisenmangel sollte auf gar keinen Fall einfach so ausgeglichen werden, ohne die Grundstörung mitzubehandeln, denn das führt häufig zu sehr viel größeren Problemen, als man vorher hatte. Der Eisenmangel, der aber nur durch zum Beispiel viel Bluten, auch bei einer Operation oder durch einen Unfall, der durch Aufnahmestörung im Darm verursacht wird oder der durch Ernährungsfehler, also meinetwegen im Sinne von Vegetarismus oder Veganismus entsteht, der sollte natürlich unbedingt ausgeglichen werden, weil dieser unausgeglichene Eisenmangel einfach zur Erschöpfung führt. Die Symptome sind dann in der Regel Schlafstörungen, tatsächlich Ein- oder Durchschlafstörung, Erschöpfung in der Früh, Leistungsminderung, die sich äußern kann in nicht mehr so schnell rennen können, die sich aber auch tatsächlich darin äußern kann, dass man keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Das heißt, die Symptome sind mannigfaltig, es ist aber immer das gleiche Problem, nämlich der Mangel an Eisen. Das heißt, wenn Sie jetzt das Gefühl bekommen haben, ich könnte einen Eisenmangel haben, dann ist das relativ leicht herauszufinden. Man misst ja einfach nur Ferritin und den Hämoglobinwert. Dazu sollte man den löslichen Transferinrezeptor bestimmen, weil es dafür anschließend einfach eine Rechenformel gibt, in die man das Ganze einsetzen kann, um herauszufinden, ob Sie einen Eisenbedarf haben und tatsächlich auch, wie groß dieser Eisenbedarf ist. Das Ganze muss man aber unbedingt komplettieren mit einer Untersuchung auf Entzündung. Das heißt, in der Grundvariante sollte man mindestens das hochsensitive CRP mitbestimmen, denn dadurch können Sie ausschließen, dass Ihr Eisenmangel auf dem Boden einer Entzündung besteht. Eisenmangel, der auf dem Boden einer Entzündung besteht, das wiederhole ich nochmal, sollte auf keinen Fall einfach so ausgeglichen werden. In der Regel hat der Körper einen guten Grund, diesen Mangel dann herzustellen oder diesen Mangel aufrechtzuerhalten. In der Regel, um einen akuten Entzündungsprozess nicht mehr zu unterhalten, sprich die Immunfunktion einzuschränken, um den Körper zu schützen. Der Eisenmangel, der aber nur durch fehlerhafte Aufnahme oder vermehrte Ausscheidung eingetreten ist, der darf durchaus sofort ausgeglichen werden, sollte dann auch ausgeglichen werden, weil sich dadurch wirklich spektakuläre Verbesserungen beim Gesundheitsgefühl des Patienten auslösen lassen. Beispielsweise habe ich Patienten gesehen, die dachten, sie sind seit vielen Jahren depressiv, in der Regel dann auch schon in langjähriger psychotherapeutischer Behandlung und 1 Gramm Eisen später, also zwischen 5 und 6 Infusionen, a 100 bis 200 Milligramm später, ist die Stimmung dann völlig in Ordnung, sind die Menschen ausgeglichen, fröhlich, ausgeschlafen und können sich praktisch nicht mehr daran erinnern, was sie die ganze Zeit so erschöpft gemacht hat. Das ist also spektakulär. Ich glaube, es ist schwer zu verstehen, wenn man das nicht schon mal gesehen hat bei einem Patienten. Deshalb verstehe ich die vielen Kollegen, die sehr skeptisch dem Eisenmangel gegenüberstehen. Ich halte das Problem des Eisenmangels allerdings für extrem wichtig. Ich denke, mehr Kollegen sollten sich mit dem Ausgleich von Eisenmangelstörungen beschäftigen, sollten ihren Patienten hilfreiche Therapien angedeihen lassen. Denn tatsächlich halte ich die fehlerhaft behandelte Eisenmangelstörung, die in einer Depression endet, für mit vielleicht den größten Kunstfehler, den wir uns als Ärzte leisten können. Das heißt, einen Patienten letztlich irgendwann glauben zu machen, dass sein Problem irgendwo in der Seele begründet ist, obwohl das Ganze eigentlich nur ein Nährstoffmangel ist. Ich hoffe, ich konnte das jetzt etwas exakter erklären. Ich wünsche mir, dass ich
neben den Patienten, die darunter leiden, vielleicht auch ein paar Kollegen Gedanken darüber machen, dass Eisenmangel möglicherweise ein Thema ist, das einen ihrer Patienten umtreibt. Es gibt hervorragende Literatur von Dr. Beat Schaub, der Schweizer, der auch mehrere Bücher darüber geschrieben hat, der es tatsächlich auch geschafft hat, den Eisenmangel als eigenständige Krankheitsentität in der Schweiz zu etablieren, sodass es dort inzwischen vielleicht noch nicht ganz zum Standard, aber zumindest zum Wissen der Ärzte gehört, dass Eisenmangel die vorher geschilderten Symptome auslösen kann. Ich wünsche Ihnen also viel Freude dabei herauszufinden, ob Ihr Problem etwas mit Eisenmangel zu tun hat. Bitte finden Sie unbedingt heraus, ob Sie, wenn Sie Eisenmangel haben, auch eine Entzündung haben, denn dann muss man anders vorgehen. Und wenn Sie herausfinden sollten, dass Sie keine Entzündung haben, dann wünsche ich Ihnen viel Freude mit der zugewonnenen Energie und der deutlich besseren Erholung.